Mietschreiberstein weiter in Nürnberg. Teillockerung in Sicht und der Ächzöffner muss weg für Wohn- und Firmengebäude. Das sind die News der Woche 19. Der Ex-Höfner wird abgerissen. Die erste Teile der Großbaustelle ist zu Gange. Hier sollen in Zukunft Gewerbegebiete und sowie 160 Wohnungen entstehen. 20% sind staatlich gefördert werden sollen. Die Kosten allgemein werden auf dreistelliger Millionenhöhe gerechnet und vieles mehr. Viele können kaum die Miete bezahlen, weil durch Corona die Mietpreise in Nürnberg stark steigen und kaum sinken. Die Bevölkerung ist von 535.000 auf 532.000 gesunken. Nun soll auch von der Bayerischen Bauverordnung Unterstützung, Entlastung der Bauherren angestrebt werden. Lockerungen sind langsam im Ausblick. Was im Teil in Bayern ab heute erlaubt wird, ab einem Inzident von 100 stehen diese Aussichten auf. Kleinere Gruppen zu treffen, Restaurant und Gaststätte dürfen wieder öffnen. Außerhalb muss aber infolge von 7 Tagen der Index unter 100 liegen. So, das gilt aktuell für die Städte Amberg, Bamberg, Bayreuth, Erlangen und viele andere Städte. Sind noch nicht bereit oder stehen knapp davor. Die Grenze zu erreichen und der Wert zu sinken. Die Menschen, die 2 Impfung und 14 Tage nach der 2. Impfung fertig sind voll genesen, so laut Bayern, und für die besteht keine Kontaktbeschränkung, Auslandssperren ist bei denen auch nicht, müssen trotzdem auf Maske und Abstand halten. Das waren die News der Woche 19. Sehr, sehr kurz. Schreibt mir irgendwelche Informationen, wenn noch irgendwas sein sollte, wenn ihr Themenvorschläge habt. Damit sage ich schönen Tag, macht's gut, schönen Montag, tschüss.